traditionell hätte ich ja gesagt, ich begrüße Sie, so hat man das früher gesagt, daheim an den Rundfunkempfängern. Halte noch ein bisschen fest, dass 16 Uhr die Zeit für mich sozusagen ein magisches Datum war, weil in der Jugendzeit und auch noch ein bisschen älter gab es im Bayerischen Rundfunk eine Sendung, die hieß Club 16. Moderiert sinnigerweise von Thomas Gottschalk, den kennen Sie jetzt aus der Hörgerätewerbung, aber das war damals sozusagen der Anfang von Pop- und Rockmusik im Rundfunk und hat sich dann eigentlich fast bundesweit durchgesetzt. War schon richtig klasse. Also ein richtig wichtiges Datum und ein richtiger Zeitpunkt. Ich schicke aber trotzdem eine kleine Bitte um Nachsicht voraus, und zwar deswegen, weil der Vortrag doch nicht ganz der Linie folgt, die angekündigt war. Hat zwei Gründe. Man ist natürlich immer von einem Shutdown überrascht, obwohl man längst damit gerechnet hat. Aber ich musste die letzten Tage dann doch noch ein paar Sachen einkaufen, unter anderem Anzündholz für einen Ofen. Das sollte man ja eigentlich nicht verwenden, aber wie auch immer, kein Klopapier, keine Zahnpasta, aber eben so triviale Dinge wie eben Anzündholz. Das hat Zeit gebraucht und die fehlt jetzt, und darunter werden Sie ein wenig leiden, in der didaktischen Gestaltung des Vortrags und vielleicht auch vor allem in der Kürzung. Also es erwartet Sie ein fürchterlich langes Ding. Das Grundanliegen ist aber geblieben, nämlich danach zu fragen, wie man nun beschreiben kann, und das war eigentlich die Aufgabe, die sich auch Schleiermacher gestellt hat, was unter Erziehung zu verstehen ist, was eine Pädagogik denken soll, wie sie das vor allem denken kann. Ich beginne also mit einer ganz trivialen Feststellung, eher für mich als für Sie alle. Die Feststellung also lautet, bei den folgenden Überlegungen geht es um Theorie der Erziehung und um Theorie der Pädagogik. Und zwar um Theorie der Pädagogik, wie sie in der Zeit erst entwickelt worden ist, von der ich nämlich berichten werde über einen längeren Zeitraum, nämlich etwa um 1800. Der Fokus richtet sich weniger auf die Problemstellung, auf die diese Form der Theorie reagiert, sage ich aber auch was dazu, sondern ich gebe zu ausführlich auf das, was eben Schleiermacher uns hier angetan hat. Und insofern ist eben die Gliederung auch ein wenig anders ausgefallen. Ich beginne nämlich mit einer kurzen Überlegung zum historischen Kontext, um dann den Umweg über einen anderen Autor kurz zu wehen, sozusagen als Kontrastprogramm, ehe ich sehr ausführlich darauf eingehe, wie Schleiermacher das gemacht hat, formal und inhaltlich. Und ein ganz kurzer Ausblick auf die Frage nach der Hermeneutik beendet das Geschehen. Das Ganze ist, bitte nicht erschrecken, in 8 Punkte untergliedert und doch ziemlich historisch angelegt. Erster Punkt also. 1800. Die Jahreszahl hat symbolischen Wert. Es geht natürlich um einen längeren Zeitraum. Ulrich Herrmann spricht vom pädagogischen Jahrhundert, das er dann von 1750 bis 1850 einordnet, dass dieses Jahrhundert reichen soll. Die Jahreszahl steht ebenfalls für eine Sattelzeit. Zumindest soweit und sofern pädagogische Texte betroffen sind, die sich dann, aus welchen Gründen auch immer, das ist hochgradig kontingent, dauerhaft halten können und mehr oder weniger einen Kanon von Klassikern bilden. Tatsächlich entstehen dann etwa ab 1850, also nach dem Ende dieses pädagogischen Jahrhunderts, zumindest in der Erzählung von Herrmann, eine Vielzahl von Reihen mit sogenannten Klassikerausgaben, die mehr oder weniger gekürzt oder überarbeitet in der Lehrerbildung Verwendung finden sollten. Ob und wie weit das wirklich der Fall ist, lässt sich nicht klären. Deutlich ist jedenfalls, dass sie ein kommerzieller Erfolg gewesen sein müssen, weil die Ausgaben gut ausgestattet wurden und in der Regel sogar mehrfache Auflagen erlebt haben. Interessant ist hier übrigens, dass die pädagogischen Texte durchaus eine Eigenwelt repräsentieren. Sie fallen sozusagen aus dem Rest der literarischen Welt heraus, sozusagen Moment eines ausdifferenzierten Systems sind, da sie in den Reihen günstiger Popularausgaben von Literatur keine Aufnahme finden, so beispielsweise auch nicht in Reclams Universalbibliothek, die etwa ab 1848 erscheint. Die ist im Kontext der bürgerlichen Revolution von 1848 entstanden.
Jedenfalls wurde der Lektüre pädagogischer Klassikertexte eine besondere Bedeutung zugeschrieben, die sich von den in Zeitschriften abgedruckten, eher methodisch ausgerichteten Abhandlungen unterschied. Zumindest waren Klassikerausgaben zunächst reputationsrelevant für die Lehrkräfte, also man hatte sich wenigstens ins Regal gestellt, übrigens nicht nur höherer Lehranstalten. Also auch Volksschullehrer haben auf diese Bände zurückgegriffen und einen Band kennen Sie natürlich sicher auch vom Sehen. Das ist eben die berühmte Platzsche Schleiermacher-Ausgabe, die in einer dieser Reihe pädagogischer Klassiker erschienen ist. Das ist die Referenzausgabe, die üblicherweise eigentlich benutzt wird. Also reputationsrelevant. Den Reihen und den pädagogischen Klassikern wurden zwei Funktionen zugeschrieben, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Sie gelten als Transporteur eines exklusiven und durchaus esoterischen Expertenwissens. Man grenzt sich damit ab und heiligt das auch ein wenig. Das ist die Grundlagen des pädagogischen Geschäfts und eine eigene Terminologie als Zugehörigkeitsausweis transportiert hat, einerseits. Und andererseits haben sie ganz offensichtlich einen Beitrag zur Habitusformation geleistet, nach außen hin ebenso wie nach innen. Ein ganz berühmtes Beispiel, das kennen Sie alle auch, ist der Pestalozzi-Kult, der fast anderthalb Jahrhunderte angehalten hat und in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts nochmal hochgehalten worden ist und geradezu, also heute würden wir von einem Hype der Pestalozzi-Erinnerung sprechen. Und die Pestalozzi-Erinnerung war immer symbolhaft, ja, ein Kennzeichen davon des guten Volksschullehrers. Der hat sich auf Pestalozzi berufen. Tatsächlich spricht nun einiges dafür, dass die Pädagogik zu diesem Zeitpunkt, also um 1800, sich geradezu, um einen Ausdruck unserer Tage zu verwenden, neu erfunden hat. Das sind fünf Punkte, die ich da nennen werde, einer ein bisschen länger. Zum einen lassen sich ja gesellschaftliche Veränderungen, soziale und kulturelle Brüche immer als Entdeckungssituationen für die Pädagogik deuten. Das war übrigens schon mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges der Fall. Erinnern sich nur an Comenius. Da ist Pädagogik eigentlich neu entdeckt worden. Bruchsituationen, also gesellschaftliche Bruchsituationen, Kontinuitätsunterbrechungen, lassen Probleme erkennen und benennen, die in der gewöhnlichen Statik und Konventionalität von Erziehung und Unterricht kaum gesehen werden. Also da läuft das sozusagen über die Generationen weiter und wird gar nicht wahrgenommen, ist durchaus in Konventionalität. Traditionalität, kann man sagen, überlagert alles, wenn es um Erziehung geht. Vermutlich auch und besonders, weil diese dann schnell absolviert wird, verglichen mit der Longue Durée sozialer und kultureller Prozesse. Also Pädagogik tendiert immer zu einer eher Konventionalität, gemessen an dem, weil sie schnell erledigt werden müssen. Also die Kinder rufen jetzt sozusagen und sind innerhalb von früher ganz wenigen Jahren, einem Jahrzehnt eigentlich, als Aufgabe erledigt, während die historischen Prozesse ja etwas länger dauern. Insofern ist Pädagogik immer konventionell und traditionell, aber in dem Vollzug geht es eigentlich immer ganz schnell voran. Um das mal nochmal an ein Beispiel zu erläutern. Seit der ersten PISA-Untersuchung sind inzwischen 20 Jahre vergangen. Da denkt gar keiner mehr dran. Mindestens eine Schülergeneration ist sozusagen durchgeschleust worden, als Gymnasiasten mal ein Jahr kürzer. Aber nicht einmal die technische Ausstattung der Schulen hat sich sehr verändert. Selbst die Toiletten sind gleich geblieben, was sich nun doch als etwas unappetitlich erweist. Also dieser Dampfer fährt ganz, ganz langsam, obwohl die Kinder schnell durchgeschleust werden. Je stärker pädagogisches Geschehen ausdifferenziert wird, institutionalisiert und zugleich auch lebensweltlich eingebaut ist, das hört sich an wie ein Widerspruch, ist es aber gar nicht, umso eher bleibt es strukturell konventionell. Und als ein schon fast klassisches Beispiel kann man heranziehen, wie das Schulsystem auf den Zusammenbruch der DDR reagiert hat. Manche werden sich vielleicht sogar noch erinnern. Nüchtern gesagt, überhaupt nicht. Also das ist eine der verrücktesten Erfahrungen, die man gemacht hat. Die Schule ging am nächsten Tag weiter. So, also Revolution war, aber tja, nun nichts passiert. Denn
Wie gesagt, der Betrieb ging am nächsten Tag einfach weiter. Schwieriger zeigt sich übrigens die Lage in den Einrichtungen der Jugendhilfe, die sozusagen aus sich heraus ihre Balance verloren hatten, weil sie in anderer Weise als Machtinstitutionen strukturiert waren. Das ist ein eigenes Thema, müsste man darüber nachdenken. Noch eigenartiger zeigt sich übrigens die Familie, die mit der Wende buchstäblich erstarrte, indem die Akteure auf Kinder verzichteten, übrigens ebenso auf Trennung. Gleichwohl darf Familie als die pädagogische Institution schlechthin gelten, die sozusagen bei aller inneren Variabilität Brüche geradezu perfekt konventionell verarbeitet. Symptomatisch ist dafür, wie etwa in Zeiten sozialer und kultureller Krisen, die Familie eher Formen des Miteinanders und des Aufwachsens in Anspruch genommen werden, sozusagen als Pufferinstitutionen, die eben noch zerrissen erschienen, etwa zwischen Lobhudelei und allgemeiner Infragestellung. Wir können das ja gerade eben wieder beobachten, sind plötzlich die Eltern, die sich doch gefälligst um ihren Nachwuchs kümmern sollen, nachdem sie vielfältigst vorher attackiert worden sind, ne, der Eltern, Versagen und dergleichen mehr. Dennoch, soziale und kulturelle Brüche zerstören sozusagen das Bewusstsein von dieser Traditionalität. Sie lassen Probleme der Tradition erkennen. Sie verlangen, erlauben und ermöglichen, dass pädagogische Phänomene und Sachverhalte neu gesehen und gefasst werden. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob und wie weit diese Umbrüche so real sind, das Leben aller Menschen so umkrempeln oder doch nur in den hegemonialen, relevanten Diskursen aufgenommen und thematisiert werden. Die sind eben hegemonial und damit maßgebend. Also um schon mal den Blick auf 1800 zu wenden, da wird ganz fürchterlich und spannend und spannungsreich über einen gesellschaftlichen und kulturellen Bruch debattiert. Da ist richtig Aufregung, also mal in Berlin. In den Kursen, die man miteinander hat, in den Verständigungsprozessen, wo auch immer. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, das ist eine radikale kleine Minderheit, die diese Debatten führt. Die Wirklichkeit ist von den gesellschaftlichen Umbrüchen betroffen und muss doch ihren Alltag bewältigen und regt sich dann nicht so sehr drüber auf. Aber diese kleine radikale Minderheit, die Gelehrten, die Intellektuellen, sehr viel die Frauen, die eingeladen hatten, die sind diejenigen, die aber auch so die öffentlichen, und das sind Partikularöffentlichkeiten, bestimmen. Und es ist dabei übrigens auch nicht einmal so wichtig, ob und wie weit sich das Bildungssystem empirisch verändert. Entscheidend sind in dieser Wahrnehmung von Brüchen neue Semantiken, die sowohl für die Problemstellungen wie auch für die Lösungsansätze gelten. Wichtig wird wohl auch, wenn neue Akteure auftreten und ein Geschäft dominieren wollen, das nun reizvoll insofern ist, weil es doch die Gesamtheit einer Bevölkerung betrifft, die dann, um mit Foucault zu sprechen, biopolitisch gestaltet werden kann. Heute entsteht dann beispielsweise ein bildungsindustrieller Apparat, der die Semantik des Messens etabliert hat, ständig breite Aufmerksamkeit gewinnt, wenn sich in den Schulen selbst strukturell gar nicht so viel verändert. Aber die Messtechnologie, die Messsemantik ist bedeutend geworden. Genau das, was ich jetzt so beschrieben habe in den unterschiedlichen Elementen, genau das findet um 1800 statt. Der Bruch im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft hat sich empirisch vollzogen, da gibt es gar keinen Zweifel, als dann doch tiefgreifende Veränderung von Lebensverhältnissen, nicht zuletzt, weil zwei neue Klassen von Menschen auf den Plan getreten sind, und zwar mit solcher Vehemenz, dass sie die bäuerliche Realität, das ist die 90% der Bevölkerung Realität, die bäuerliche Realität des Landes und die handwerkliche der Kleinstädte überlagern konnte. Das finden wir ganz deutlich in der Literatur abgebildet. Bürger und rasch verelende Proletarier wurden sichtbar. Übrigens immer noch Minderheiten in dieser Gesellschaft. Die Dramatik der Revolution und der sie begleitenden Veränderungen war schon ungeheuerlich. Der gesellschaftliche Wandel, obwohl doch partikular, wurde als Krise wahrgenommen, als eine Krise, in der pädagogische Prozesse neu zu denken waren. Noch einmal, eigentlich nicht wirklich. Die Schulen haben sich nicht so verändert. Aber so sind soziale und kulturelle Deutungsprozesse offensichtlich geworden.
Sie werden konzeptionell generalisiert, ehe sie dann konkret und real bestätigt werden können, zumal hier nun mehr als ein Jahrhundert aufgeregter Aufklärungsdebatten schon vorher die Gemüter erhitzt hatte. Kurz also, bei aller Statik des Systems und, wenn Sie so wollen, der systeminternen Beobachtungen, Jens Brachmann hat das ja sehr gut beschrieben, zeichnet sich in der Öffentlichkeit etwas ab, was mit den Worten der Zeit als allgemeine Gärung bezeichnet wird. Die Debatten sind so aufgeregt, dass Pädagogik neu formatiert werden muss, nämlich eben enttraditionalisiert, sowohl formal wie auch inhaltlich. Denn das ist die entscheidende Herausforderung, die sich stellt. Mit der bürgerlichen Revolution werden Menschen, Minderheit faktisch, aber es wird generalisiert, werden Menschen als Subjekte, als Individuen, monologisch, wie das bei Schleiermacher heißt, frei und autonom begriffen, als Akteure, die nach eigener moralischer Reflexion mit sozialen und kulturellen Verhältnissen umgehen müssen, wissend, gekonnt und doch selbstständig, wie das ein immer falsch gelesenes Buch sehr gut beschrieben hat, nämlich Freiherr von Knigge mit seinem Buch über den Umgang der Menschen. In einer Weise, also die Individuen werden in einer Weise beschrieben, in der das Ganze des Sozialen doch gewahrt werden kann. Übrigens noch für die volatilen Marktprozesse, wie das Adam Smith oder Ferguson erfassen, die auf ein moralisches Sentiment als Grundlage einer ansonsten ja eher auseinanderbrechend gedachten und gesehenen Gesellschaft setzen. Schleiermacher spricht in diesem Zusammenhang, übrigens in Aufnahme einer Figur, die er fast wörtlich von Schiller übernimmt, vom religiösen Gefühl. Das ist ihm immer wieder kritisch bei ihm notiert worden. Man hat gesagt, der ist ja nur religiös und spricht dann auch noch von Gefühl. Ist ja ganz irrational. Nein, er meint damit, was sind eigentlich die Grundlagen, emotional, kognitive, affektive Grundlagen, die es uns ermöglichen, in dieser Spannung, die er ebenfalls beschrieben hat zu diesem Zeitpunkt, zwischen monologischer, individueller Existenz auf der einen Seite und geselliger Existenz auf der anderen Seite, überhaupt sich bewegen zu können. Wir brauchen dafür Voraussetzungen und das ist für ihn Religiosität, also Wiederbindung. Und zwar auf einer Ebene, die fast ein bisschen psychologisch sich anhört, ist sie aber bei ihm nicht, des Gefühls. Eine innere Voraussetzung, Bedingung, dass wir als Individuen doch zugleich gesellschaftlich sein können. Ein zweites tritt nun hinzu. Das statische System der Pädagogik wird aber doch aufgemischt. Die Produktion der pädagogischen Semantik verschiebt sich nämlich in dieser Umbruchssituation. Es sind Intellektuelle, Literaten und politisch Engagierte, die auf einem neu entstehenden Markt der Öffentlichkeit präsent werden. Zugleich verlagert sich der Referenzrahmen. Es geht nicht mehr um eine bloß systeminterne Beobachtung und Kommunikation, die wir in den Zeitschriften feststellen können. Also es gibt genügend Zeitschriften auch über Unterricht, die also fast mechanisch den Unterricht weiterhin beschreiben. Das ist die systeminterne Beschreibung. Jetzt tritt ein anderer Referenzpunkt rein. Und zwar tritt als dominante und leitende Ebene das Wissenschaftssystem ein. Das explodiert geradezu um 1800, wird Referenzsystem. Wissenschaftliche Wahrnehmung und Theoretisierung zerbrechen dabei die Legitimationsmechanismen, die bisher gegolten haben. Sie nehmen andere Semantiken auf und setzen ihre Kriterien durch. So etwa in der Forderung nach einer allgemein gültigen Gegenstandskonstruktion und Konstitution. Man kann mit einigem Recht davon ausgehen, dass diese Situation, ich habe sie mal als Emergenzsituation beschrieben, dazu geführt hat, einen neuen Denktypus auch der Pädagogik zu etablieren. Möglicherweise, weil, das ist so immer noch der Stand der Forschung, zeigt sich, wird aber gerade ein bisschen variiert, weil mit Pädagogik
mit dem Begriff, dem Wort Pädagogik, ein neuer Begriff entstanden ist. 1780 wird er erstmals nachgewiesen nach dem bisherigen Stand, oder sich wenigstens im öffentlichen wie im fachlichen Sprachgebrauch etabliert hat. Den Pädagogen, den gibt es schon länger, den gibt es eigentlich im Prinzip seit der Antike, aber Pädagogik als ein eigener Terminus ist ein neuer Ausdruck. Der neue Denktypus, von dem ich hier spreche, hatte sich in Latenz sicher schon länger angedeutet, war in philosophischen und theologischen Kontexten sozusagen schon immer subkutan präsent, freilich auf die Etablierung eines strukturell statischen Musters gerichtet. Nun aber kann er sich tatsächlich als ein eigenes Genre durchsetzen, wenn nicht sogar, hier ist der Ausdruck berechtigt, als ein Paradigma, das zumindest in einigen Kreisen des öffentlichen, politischen und dann bald fachlichen Gesprächs anerkannt wurde. Es geht um die Denkform des Allgemeinen der Pädagogik, der allgemeinen Pädagogik als eines bestimmten Stils über die Möglichkeit, sind zwei Aufgaben, die da gelöst werden, über die Möglichkeit pädagogischer Erkenntnis sowie über die Phänomene und Sachverhalte nachzudenken und dies auch festzuhalten, die im Kontext des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Nachwuchs zu thematisieren sind, beziehungsweise als relevant festgehalten werden sollen. Bei diesem Allgemeinen geht es prinzipiell darum, Pädagogik als Gegenstand der Erkenntnis und Erörterung zu identifizieren, zu analysieren, zu erklären und so festzuhalten, dass eine sichere Vorstellung von Erziehung und Wissen als ein diskursiver Rahmen für die Öffentlichkeit entsteht, der aber, ich hatte das vorhin schon angedeutet, zugleich habitusbildend für die Angehörigen pädagogischer Berufe wirken kann. Sogar geschlechterübergreifend, wie das bei Froebel geschieht. Froebel wäre wahrscheinlich für Sie auch besonders interessant, im Anschluss an die Überlegungen, die gerade einleitend festgestellt worden sind, weil er nämlich mit dem Begriff der Gabe ja die ganze Zeit spielt. Das ist eine hochinteressante Figur, der ganze Froebel ist leider verkannt. Ich komme da gleich nochmal drüber dazu zu sprechen. Zugleich aber soll es möglich werden, dass die Phänomene der Gegenwart, also strukturelles Wissen um Erziehung muss neu gefasst werden und zugleich sollen die Phänomene der Gegenwart diskutiert, erforscht, erkannt und praktisch neu gestaltet werden. Es geht insofern um einen konkurrierenden Habitus der Wissenschaft gegenüber dem Schulmeister. Ja, der hat sein eigenes Wissen, aber wie es bei Herbart beispielsweise hat, der Schlendrian, wir brauchen wissenschaftliches Wissen. Damit entsteht eine Spannung, die nicht mehr aufzuheben ist, nämlich, und das klingt ein bisschen paradox zunächst einmal, die Spannung zwischen wissenschaftlicher Unsicherheit, Wissenschaft ist immer ein Unsicherheitsraum, und professioneller Gewissheit. Drittens, als ob das nicht schon schwierig genug wäre, tritt in eben diesem Wissenschaftssystem eine Kontroverse auf, die doch einen guten Grund hat. Die Kontroverse darüber, wie die Theorie ihre Gegenstände zu beschreiben hat. Platt gesagt, entweder als Vernunftordnung im System, sozusagen dem Linnaeschen System angenähert, oder genetisch, nicht bloß als Prozess der Vernunftentwicklung, sondern in Anschauung des historischen Geschehens eben als historische Denkweise, die den Objekten selbst eine Veränderbarkeit zuschreibt. Dieser Kampf wird um 1800 heftig geführt, geradezu in Verdrehungen, die sich kaum nachvollziehen lassen und beschäftigt dann das ganze 19. Jahrhundert und bekommt dann durch die Evolutionstheorie eine ganz eigene Dynamik. Dieser Kampf wird zudem politisch bewertet, was die Sache bis heute noch schwieriger macht. Hegel beispielsweise, der wird ein paar Mal noch bei mir auftauchen, gilt als Fortschrittsdenker, der die Vernunftentwicklung auf einen Höhepunkt zusteuern lässt, dem dann vorgeworfen wird, er vergöttere den preußischen Staat. Also Dynamik, Fortentwicklung, Fortschritt, Wumms bricht angeblich in einer Verehrung des preußischen Staats ab, was übrigens bei Hegel so nicht, also was Hegel so nicht gedacht hat und noch so auch nicht geschrieben hat. Schleiermacher wird geradezu als Vordenker
der dann wiederum inkriminierten historischen Schule gehandelt. Dabei reagiert er doch nur auf die Erfahrung seiner Zeit, nämlich zunächst die Dynamik der Veränderungen im Kontext des Übergangs zur bürgerlichen Gesellschaft, eine Dynamik, die eben an den Ereignissen der Französischen Revolution zu erkennen war. Schleiermacher hatte die Revolution durchaus begrüßt und das auch in den Salons von Berlin auch immer wieder erörtert und geradezu feierlich eingeführt. Er hatte sie begrüßt, um dann die Exzesse abzulehnen, die in ihrer Folge entstanden sind. Und er hat das wohl getan, das können wir auch aus seiner Lektüre und aus seiner Bibliothek schließen, nach der Lektüre von Börke, also Revolution oder Reform. Klar war ihm aber, dass jede menschliche Praxis von nun an nicht mehr allgemein zu fassen war, sondern nur mit einem Bezug auf die Geschichtlichkeit menschlicher Existenz. So nebenbei ist das ja auch die Erfahrung, die er höchstpersönlich machen muss, nämlich eine Transformation hin zum preußischen Reformstaat. Da ist er ja mittendrin und macht das mit. Dann, der dann wieder in der Reaktionszeit, beginnend mit dem Wiener Kongress, in ein autoritäres Regime sich verwandelt, das die Vorlesungen der Hochschullehrer überwachen lässt. Spitzel, sitzen in seiner Vorlesung. Viertens, im Grund ist das Kuddelmuddel eigentlich perfekt. Alle reden über Erziehung. In der Pädagogik soll diese wissenschaftlich dargestellt werden, einerseits allgemein und systematisch, andererseits im Bewusstsein darum, dass das gefälligst mit Blick auf die, paradox formuliert, geschichtlichen Verhältnisse geschehen soll. Die Pädagogik muss also neu erfunden werden, weil diese Geschichtlichkeit sich zwar dauerhaft zeigt, aber eben nicht so, dass man von Kontinuitäten und Traditionen ausgehen kann, sondern geradezu querliegend aufnehmen muss, dass die menschlichen Subjekte als freie zu denken sind. Eine Kette der Tradition, wie sie durch Erziehung und Unterricht gewährleistet werden sollte, ist eigentlich zerbrochen, eigentümlicherweise, weil man die Geschichtlichkeit erkannt hat, aber diese doch durch kluges Handeln selbst gestalten muss. Wobei diese Organisation menschlichen Handelns noch zu berücksichtigen hat, dass und wie die Subjekte selbst sich verändern, aus eigenem Antrieb und beeinflusst von anderen. Doppelte Historizität also, und keiner weiß so recht, wohin das führt. Und bei all dem gilt fünftens, dass die bislang verwendeten Begriffe und Modelle zumindest für die Intellektuellen fragwürdig geworden sind. Die beginnen nämlich, sich von einem pädagogischen Denken abzuwenden, das ihnen durch seine Ausrichtung auf Nützlichkeit und Brauchbarkeit der Menschen schlicht kontaminiert erscheint. Ein edler Begriff taucht am Horizont auf, als Neuerfindung, offensichtlich fast gleichzeitig mit dem der Pädagogik, ein Begriff, der polemisch gegen die utilitaristisch gewordene Aufklärungspädagogik eingesetzt wird, am Ende sogar, um die Aufklärung gegen ihre eigene Verdunkelung zu retten. Es ist der Begriff der Bildung. Neuankömmling mit dem der Kultur, wie Mendelssohn schreibt, bezogen zunächst auf ästhetische Erfahrung, dann umfassend als Idealisierung menschlicher Gestalt im Horizont einer Verehrung der Antike. Das ist sozusagen die Gegenfolie zu Nützlichkeit und Brauchbarkeit reduzierten Gegenwart. Bildung soll die Humanität, so heißt es bei Ebers, gegen die Bestialität retten. Aufklärungspädagogik, Bestialität wird konnotiert. Zugleich freilich anschlussfähig sein an die neuen Denkformen in den Naturwissenschaften, allzumal etwa, das ist ein großes aufregendes Thema in der Zeit, allzumal mit Blick auf den Gestaltwandel etwa von Pflanzen, den die bisherigen Systematiken kaum erfassen konnte. Bildung, ein Hochcontainerbegriff, hoch aufgeladen, erregungs- und motivationsfähig. Ich gebe zu dieser Zeit über Pädagogik sprechen zu müssen, in Vorlesungen, nein, ich hätte das nicht wirklich wollen. Und dabei habe ich nur kleine Lichter geworfen auf die Situation. Die Formulierung wie allgemeine Gärung in Erziehungsdingen, die werden fast von allen gebraucht, also von Jean-Paul bis Schleiermacher, der ihn da zitiert. Also das ist sozusagen, die Köpfe sind am Kochen und am Qualmen. So, das führt mich zu meinem zweiten von den acht Punkten.
In der schon fast traditionellen Darstellung von Anfängen einer wissenschaftlichen Pädagogik werden vor allem zwei genannt, nämlich Johann Friedrich Herbart und Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Die Fichteaner wurden erst später als Begründer einer Erziehungswissenschaft erkannt, obwohl sie dies ausdrücklich für sich reklamiert haben. Die haben sich selbst als Erziehungswissenschaftler und nicht als Pädagogen verstanden. Niemeyer, Trapp, dem wir eigentlich die erste große allgemeine Pädagogik verdanken, Fröbel werden seltener angeführt, zumal insbesondere Fröbel ein schlechter Ruf anhaftet, wenn es um Wissenschaft geht. Er gehörte diesem Bereich nicht an, war so gesehen Amateur, in gewisser Hinsicht sogar Autodidakt, dann Unternehmer in pädagogischen Dingen mit wenig Erfolgen, zudem arg fromm, der Hauptvorwurf gegen ihn, befasste sich mit Kindern und, das war dann vermutlich ausschlaggebend, dachte, dass auch Frauen zur hervorragenden Erzieherin ausgebildet werden können. Das berühmte preußische Kindergartenverbot ist genau darauf wohl zurückzuführen. Das hat ihm einigen Argwohn eingebracht, wie gesagt auch das Kindergartenverbot, was ihn aber heute wiederum als wenig gendersensibel erscheinen lässt. Der arme Mann hatte einfach richtig Pech. Mit dem Effekt, dass er nicht einmal als Theoretiker und Verfasser einer allgemeinen Pädagogik gewürdigt wird, obwohl er die unter dem Titel Menschenerziehung zwar publiziert hat, aber natürlich auch nicht zu Ende geschrieben hat. Dabei ist Fröbel wahrscheinlich der interessanteste aller zu nennenden Autoren, weil er nämlich, also da lenke ich wirklich ganz bewusst Ihre Aufmerksamkeit auf ihn, weil er Komplexität und Dynamik des Erziehungsgeschehens bis in die konkreten praktischen Vollzüge hinein gedanklich und sprachlich verfolgt und dargestellt hat, freilich um den Preis, dass ihn kaum jemand versteht. Also er ist ja ganz entsetzlich schwer zu lesen. Was ihm, dem dann doch genialen Networker, gar nicht so geschadet hat, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass es ihm nicht gelungen war, seine wichtigste Errungenschaft mit einem Patent oder einem Copyright zu verbinden, das seinen Namen enthält. Wenn es denn nämlich überhaupt einen Exportschlager der deutschen Pädagogik gibt, dann ist es der Fröbelsche Kindergarten, der seinen Weg sogar in die unterschiedlichsten Sprachen gefunden hat, während sein Ahnherr sogar die aktuelle amerikanische Philosophie befruchtet, etwa bei Martha Nussbaum. Kurz und gut, eigentlich sollten wir über Fröbel reden. Er kann als eigentlicher Gewinner des Contests gelten. Beschränken wir uns auf den historischen Kontext, sozusagen auf das 19. Jahrhundert, wurde aber eigentlich nur Herbart wirkmächtig, zumindest wenn und sofern es um wissenschaftliche Pädagogik geht. Seine allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet, sein später Umriss der pädagogischen Vorlesungen, seine zahlreichen Abhandlungen prägten eine wissenschaftliche Schule und machten europaweit Schule. Entscheidend bestimmen sie die Lehrerbildung, etwa bei Karl Volkmar Stoi, von dem man immer noch lernen kann für die Lehrerbildung. Am Ende genießt die wissenschaftliche Schule Herberts weltweit Anerkennung, sogar noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Wilhelm Rhein. Herberts Denken war nicht statisch, sondern lebendig, abgesichert durch Organisationen wie dem Verein für wissenschaftliche Pädagogik. Abgesehen davon, dass er energisch schon in seinen berühmten Göttinger Vorlesungen die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Betrachtung der Pädagogik, dass er mit der Idee des pädagogischen Takts eine personale und habitualisierte Vermittlungsfigur entdeckt hatte, die uns bis heute beschäftigt, abgesehen also von all dem, wirken die von ihm eingeführten Unterscheidungen und Bestimmungen praktisch und organisatorisch. Um von den zentralen Ideen ganz zu schweigen, nämlich beispielsweise der einen des erziehenden Unterrichts und der anderen, dass der eigentliche Zweck aller Pädagogik in der Moralität liege, was so nebenbei gesagt bedeutet, dass es um die Freiheit des Zöglings gehe, also, darin sind wir doch etwas klüger, aller Menschen, die erzogen werden. Dass binnen kurzer Zeit diese epochale Leistung dann als erstarrter Herbartianismus diskreditiert werden konnte, lässt einen dann doch zweifeln, ob es in der Wissenschaft, allzumal in der Erziehungswissenschaft oder der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Pädagogik stets mit rechten Dingen zugeht. Skepsis ist angebracht, wie jeder und jeder heute weiß, der, die oder die mit der seltsamen Erfolgsgeschichte etwa sogenannter evidenzbasierter Forschung sich befasst. Denn ist ja schon tollkühn zu behaupten, dass in der Vergangenheit nicht hingesehen wurde, nicht methodisch kontrolliert, beobachtet und analysiert wurde, vor allem in einer Weise, die dann eben doch den Lehrerinnen und Lehrern, übrigens den Sozialpädagoginnen, ebenso mehr hilft als etwa die Datenberge eines Hattis.
Nur eines kann man Herbert selbst, übrigens nicht seinen Anhängern, anlasten. Er hat systematisch den historischen und gesellschaftlichen Kontext seiner Beschreibung und Analyse des Erziehungsgeschehens ausgeblendet. Er war nicht übrigens in seinen schulpolitischen und jugendpsychologischen Stellungnahmen, da ist er auch übrigens hochinteressant. Er war fokussiert auf das elementare Verhältnis von Erzieher bzw. Lehrer und Zögling, hatte nicht gesehen, wie ein weiter Kontext in Rechnung gestellt werden muss, zumindest als eine Rahmung oder sogar Kontrastfolie für das pädagogische Geschehen. Karl Marger hat das beispielsweise sofort erkannt, übrigens ein erklärter Herbert-Schüler, der deshalb eine Sozialpädagogik gefordert hat. Und sieht man auf das Ende der herbertianischen Epoche, so erkennt man eine solche weite Sicht sofort bei Wilhelm Rhein, nicht zuletzt in der von ihm veranlassten und edierten Epochalwerk der Pädagogik, in dem Epochalwerk der Pädagogik, nämlich seiner Enzyklopädie. Drittens. Sie fragen sich wahrscheinlich schon länger, ja, habe alles Verständnis, ob ich das falsche Manuskript auf den Tisch gelegt habe. Es sollte doch um Schleiermacher gehen. Aber wir sind bei ihm schon angelangt. Einmal mit dem zarten Hinweis auf die Sozialpädagogik, zu der er wohl wirklich gerechnet werden muss, zumindest wenn Sozialpädagogik als ein wissenschaftliches, als ein Erkenntnis- und Theorieprogramm gesehen wird und nicht bloß als ein Etikett für menschenfreundliche Hilfeleistungen. Die werden dann tatsächlich besser als Sozialarbeit bezeichnet, sozusagen handwerklich ausgeführte Reparaturen unter dem Etikett der Menschenrechte. Wir sind bei Schleiermacher vor allem angelangt, weil nichts von dem für ihn und seine Pädagogik geltend zu machen ist, was eben für Herbert angeführt worden ist. Schleiermacher hat mit seiner Pädagogik keine akademische Schule gebildet. Auch wenn er offensichtlich vielfältig das Denken von Pädagogik hat anregen können, wobei dies mehr wohl für seine Ethikvorlesungen gilt und wohl auch für seine Kollegs zur Psychologie und Politik. Also da wissen wir relativ gut Bescheid, wer da drin gesessen ist. Ich nenne nur mal einen Namen, Johann Hinrich Wichern, hat beim Schleiermacher gehört. Er hat schon deswegen nicht wirklich gewirkt, da zwar kleinere Schriften von ihm, etwa die Denkschrift zur Universitätsreform, Gutachten und Rezensionen veröffentlicht wurden, das publizierte Werk Schleiermachers aber insgesamt überschaubar blieb. Einiges spricht dafür, dass über ihn und sein pädagogisches Denken zwar geredet wurde, vermutlich waren seine Auftritte auf dem politischen Parkett, in den Universitätsfluren und in der Akademie berichtenswert, etwa die Wortgefechte mit Hegel, die fast sprichwörtlich geworden sind. Aber den größten Eindruck, insbesondere in pädagogischer Hinsicht, dabei in Wort und über die Sache und in der Wirkung, hinterließen wohl seine Predigten, die unter dem etwas kruden Titel Predigten über die christliche Kinderzucht veröffentlicht wurden. Da hat er in die Breite gewirkt. Aber sonst mit pädagogischen Schriften eigentlich eher wenig. Aber ich muss mich insofern korrigieren, faktisch wissen wir sehr wenig über die Rezeption der Pädagogik Schleiermachers. Dabei geht es in der Hauptsache um die drei großen Vorlesungen, die er zum Thema gehalten hat, angekündigt meist als Vorlesung über Pädagogik oder über die Erziehungskunst. Gehalten wurden sie im Wintersemester 1813/14, im Wintersemester 1820/21 sowie im Sommersemester 1826. Der Zeitraum umfasst also noch den Schluss der preußischen Reformzeit, den Wiener Kongress 1815 und reicht weit in die Restaurationsepoche hinein mit bekannten und nachgewiesenen anonymen Inspektionen in den Vorlesungen und einer Überwachung durch Spitzel. Das hat sich vermutlich auf seine Reden und seine Vorträge und Vorlesungen ausgewirkt. Publiziert wurde die Vorlesung von 1826 erstmals 1848 unter dem Titel Erziehungslehre, als neunter Band der dritten Abteilung in den sämtlichen Werken Schleiermachers, gefolgt von Einzelausgaben etwa 1871 oder 1902. Diese Ausgaben, sowohl die in den sämtlichen Werken wie auch die Einzelausgaben, also ich habe da ein paar, hier ist eine zu sehen von 1871, die alle wurden von Karl Platz, einem Pastor, besorgt. Später folgte die dann über lange Zeit maßgebende Edition von Erich Weniger und Theodor Schulze.
mehrfach aufgelegt. Sogar als Taschenbuch wird sie bis heute eigentlich regelmäßig genutzt, obwohl sie wissenschaftlichen, insbesondere textkritischen Standards nicht genügt. 2000, Sie haben es ja schon erwähnt, haben dann Jens Brachmann und ich die zweibändige Ausgabe der pädagogischen Schriften bei Suhrkamp herausgegeben, schon philologisch korrekter und geprüfter, ehe endlich 2017 der ebenfalls von meiner oder unserer Arbeitsgruppe, so muss ich das ja korrekt sagen, besorgte Band in der kritischen Gesamtausgabe der Werke Friedrich Schleiermachers, KGA, wird dem meistens abgekürzt. Warum ist diese Editionsgeschichte so wichtig? Zunächst einmal, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Texte jenseits der Hörer der Vorlesungen zunächst nur ein winziges Publikum erreicht haben. Es gibt nach dem bisherigen Forschungsstand wenig Hinweise, selbst in theologischen Publikationen, darauf, dass eine Auseinandersetzung mit der Pädagogik Schleiermachers stattgefunden hätte. Einerseits. Andererseits muss man doch sehen, dass spätestens ab 1871 die Texte in den schon erwähnten Bibliotheken pädagogischer Klassiker aufgenommen worden sind. Übrigens sowohl bei Hermann Bayer wie dann später bei Grässler. Sie gehören also seit diesem Zeitpunkt zum Kanon der Klassiker, der pädagogischen Klassiker, die von angehenden Lehrern gelesen werden sollten oder zumindest gekauft worden sind. Allerdings muss man dabei festhalten, dass zwar für die Vorlesung von 1813-14 ein Manuskript Schleiermachers und für 1820-21 zumindest Notizen vorhanden sind. Für die Vorlesung von 1826 hat man hingegen bis zuletzt über keinerlei philologisch sichere, authentische Textgrundlage verfügt. Die auf Platz zurückgehende Standardausgabe, die wir auch in dieser 2000er Ausgabe noch verwendet haben, hat sich bei näherer Überprüfung als eine für Zeitgenossen übliche Kompilation, also Zusammenfügung und Führung und inhaltliche Bearbeitung von mehreren Vorlesungsmit- bzw. Nachschriften erwiesen. Platz hat erhebliche Änderungen vorgenommen. Sie betreffen insbesondere die politischen Urteile seitens Schleiermachers. Zudem wurden Unterteilungen des Textes eingeführt, die mehr oder weniger didaktische Zwecke erfüllt haben, jedenfalls Eingriffe darstellen. Wenige Schulze haben diese übernommen, erst unsere Ausgabe hat sie dann kritisch behandelt. Der zuletzt vorgelegte Band der KGA kann endlich als philologisch einigermaßen sauber bezeichnet werden, weil er sich auf eine authentische Nachschrift, nämlich die des Pfarrers Jakob Sprüngli, stützt, mit den Vorbehalten, dass der gute Herr nicht immer ganz präsent war, eine Sauklaue hatte, also das kann man gar nicht anders sagen, und seinen Aufschrieb manchmal bis zur Unleserlichkeit überarbeitet hat. Wir haben also gute 10 Jahre daran gearbeitet, um diesen Text und damit einen einigermaßen authentisch, philologisch authentischen Text der Vorlesung von 1826 zu haben, mit aufregenden Entdeckungen, die vor allem die politischen Stellungnahmen Schleiermachers ausmachen. Wichtig ist dies nun alles, weil damit alle Deutungen und Interpretationen der Vorlesungen von Schleiermacher unter Vorbehalt gestellt werden müssen. Wir wissen nicht wirklich präzise, was er gesagt hat und wie er das gesagt hat. Vor allem wissen wir nicht, ob und wie unsere Deutungen seinen Intentionen gerecht werden. Vielleicht ist das ganz gut, weil Schleiermacher, wie er bei seinen Vorlesungen zur Psychologie, die viel besser gesichert sind, festgehalten hat und die er deutlich besser vorbereitet hat, sich häufig als ein Schwellenlehrer verstanden hat, der er auch angesichts seiner Verpflichtungen sein musste. Er lebte, so seine eigenen Worte, im akademischen Unterricht und bei seinen Vorlesungen, so schreibt er in einem Brief, von der Hand in den Mund. Bei der Pädagogik können wir einigermaßen sicher sein, dass er sich auf ein Konvolut von Zetteln stützte, die immerhin vom ersten Durchgang des Kollegs noch überliefert sind, ebenso wie die Notizen zum zweiten Kolleg, die als Aphorismen gedruckt wurden. Wir gehen davon aus, in unserer Forschungsgruppe, also wir treffen uns ja noch hin und wieder, dass er eigentlich durchgängig diese Zettel benutzt hat,
sie aber immer wieder neu arrangiert hat. Das kann man daran erkennen, dass bestimmte Themen, wie auch das uns beschäftigende Generationenverhältnis, eigentlich in allen Vorlesungen aufgetaucht sind, aber an ganz unterschiedlichen Stellen. Vierter Punkt, genug der Vorbehalte. Die eine entscheidende Frage lautet, was wollte er für die Pädagogik leisten? Und die Antwort auf diese Frage ist klar. Sie findet sich in allen seinen Vorlesungen. Schleiermacher sieht, und das ist eigentlich überraschend, und man fragt sich eigentlich, warum hat er sich so engagiert, dass und wie Pädagogik aus dem akademischen Zyklus ausgeschlossen werden soll, weil sie allzu sehr sogar von den Protagonisten der Pädagogik praktischen Bedürfnissen unterworfen wird. Also alle seine Vorlesungen und auch andere Texte machen das zum Thema. Und wenn man aber genauer hinschaut, ist es das ganz eigentümlich, weil die Debatte eigentlich nicht zu erkennen ist. Also offensichtlich haben andere sich darüber keine Gedanken gemacht. Er sagt, Moment, die Pädagogik wird ausgeschlossen und soll sogar ausgeschlossen werden. Und dagegen tritt er auf und tritt er ein. So, das Entree der Vorlesung von 1813-14, das übrigens in dem Zusammenhang gleich zwei wichtige Perspektiven eröffnet. Ein Bekenntnis nämlich zur Akademisierung der Pädagogik, zu ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung. Sieht man von Trapps Professur in Halle ab, war die Pädagogik ja im strengen Sinn überhaupt nicht an Universitäten oder Akademien angekommen. Das war immer Nebenaufgabe von Theologen oder Philosophen, die Pädagogenausbildung für die Pastoren und die angehenden Pfarrer übernommen haben oder auch für die Lehrer der höheren Anstalten. Aber es war eher eine Arbeit, die man ungern getan hat. Schleiermacher beklagt sozusagen prospektiv einen Zustand, um für die Akademisierung einzutreten. Also der ergreift eine Denkfigur, also dieses Ausschluss aus dem Akademischen auf, obwohl das noch gar nicht so richtig die Debatte ist, ergreift das auf, um zu verhindern, dass das wirklich eintreten könnte. Und zugleich macht er deutlich, was bis heute gelten sollte. Es braucht die wissenschaftliche Erkenntnis, weil andernfalls, jetzt wörtliches Zitat, die großen sittlichen Formen sich nicht von einer Generation auf die andere in ihrem Wesen erhielten. Zitat Ende. Ein Zustand, der bedeuten würde, dass das in der Sittenlehre Dargestellte nichts in sich selbst Reales wäre. Eine ganz eigenartige Figur, die da vorgeführt wird. In der Sittenlehre Dargestellte nichts Reales wäre. Ein seltsamer Satz, der sich nur verstehen lässt, wenn man Schleiermachers Ethik anschaut, und zwar als doppelt angelegte. Schleiermachers Ethik ist nämlich keine normative Ethik, sondern sie ist eine Theorie des geschichtlichen Fortschreitens in den großen Gestalten des sittlichen Lebens einerseits und als Theorie der darin enthaltenen, zu beobachten und zu beschreiben normativen Implikationen, die uns mit aller Vorsicht verpflichten, diese Entwicklung voranzutreiben. Philosophisch und philologisch ist das ein hochinteressantes und spannendes Problem, weil Sie wissen ja, dass Schleiermacher Platon-Übersetzer war. Er hat sich intensiv mit Platon auseinandergesetzt. Aber diese Stelle und diese Figuren der Ethik, die auch als Güterethik von Braun etwas beschrieben worden sind, sind durchgängig aristotelisch. Das ist ganz eigenartig, wie er das hier zusammenführt. Insoweit gilt aber schon, dass die Ethik die Grundlage der Pädagogik ist. Wir finden auch entsprechende Stellen in der Ethik, wo er auf die Pädagogik verweist. Wobei als Ethik eine umfassende Theorie der Geschichte und der Gesellschaft zu begreifen ist. Und zwar nicht als Struktur, jetzt beginnt es wirklich kompliziert zu werden, sondern als Erkenntnis eines Prozesses, der von handelnden Subjekten abhängt. Von handelnden Subjekten, die handlungsfähig, mithin in der Lage sein müssen, einen mehr oder weniger normativ relevanten Sinn ihres Tuns erfassen zu können. Das nun wiederum verweist auf die Erkenntnis, dass einzelne Menschen für sich
allein, die wird wieder ein Zitat, aus dem lebendigen Zusammenhang mit anderen herausgerissen, auf das Niveau mit ihnen nicht käme, also Staat etc. verfielen. Es zeigt die Erfahrung, dass er, der einzelne Mensch, durch die Einwirkung anderer dahin kommt. Diese Einwirkung als dieses leistend, muss aber als eine zugleich gesetzmäßige und natürliche nachgewiesen werden. Und das ist das Objekt der Pädagogik. So die 1820er Vorlesung. Die Aufgabe ist also klar. Und ich werde immer wieder darauf jetzt zurückkommen. Es geht Schleiermacher um die Etablierung einer wissenschaftlichen Disziplin Pädagogik, die in der Lage ist, wie er in der Vorlesung von 1820 explizit ausführt, eine Theorie der Erziehung zu formulieren. Und wieder klingt an, was die Debatten bestimmt, nämlich dass die Pädagogiken seiner Zeit allzu sehr durch ein technisches, auf Wirkung zielendes Denken verseucht sind. Das lehnt er ab. Aber das verblüfft eigentlich doppelt. Einerseits will Schleiermacher ja schon herausfinden, und das beschäftigt ihn eigentlich immer wieder, wie Erziehung wirken kann. Wie, so sagt er einmal, die Wirkungen dem Zwecke entsprechen können. Er sagt das nicht nur einmal, sondern es ist eine Figur, die eigentlich regelmäßig begegnet. Aber er lehnt fast rüde jede Vorstellung von Erziehung als Herstellung etwa eines Charakters ab. Wörtliches Zitat: Wie macht man Menschen herrschsüchtig oder geizig? Darauf wollen wir nun keine Antwort haben. Nichts damit. Aber worum soll es dann gehen? Zunächst um ein Verständnis dessen, was Erziehung prinzipiell leistet und leisten kann. Dann allerdings darum, sie einzuschränken und zu begrenzen. Denn prinzipiell, so die Einsicht Schleiermachers, könnte die Macht von Erziehung eigentlich unbegrenzt sein. Und man könnte durchaus, er erwähnt das auch mal, an solche totale Erziehung denken, sozusagen um des Glückes aller, der Menschheit oder wenigstens einer Gesellschaft. Aufklärungspädagogik hat das ja versprochen. Aber genau hier zieht Schleiermacher eine Grenze, die er wiederum mit seiner Ethik begründet. Erziehung ist die Einleitung und Fortführung des Entwicklungsprozesses der Einzelnen durch äußere Einwirkung. Auf diese Weise würde auch der Staat als solcher erziehen und jeder gute Freund und der Mensch würde bis ans Ende seines Lebens erzogen. Sie kennen die Formulierung, die taucht 1826 fast wörtlich auf, stammt aber in dem Fall von 1820. Eben dies, dass also der gute Freund oder auch der Staat einen ein Leben lang erziehen, eben dies darf nicht der Fall sein. Und man kann und muss ergänzen, weil dies uns allen nicht zukommt, wie jeder und jeder weiß, die er oder sie in einer Beziehung lebt. Fangen wir an, einander zu erziehen, können wir die Beziehung gleich beenden. Erziehung bedarf also einer wissenschaftlichen Theorie, einmal, weil sie zwar dazu beitragen kann, und jetzt ist wichtig, das zu sehen, dass Gesellschaften und Einzelne nicht verfallen, nicht zurückschreiten. Fast zwei Jahrhunderte später spricht der Evolutionsbiologe Michael Tomasello vom Wagenheber, der verhindert, dass die Kultur zurückrutscht. Schleiermacher begründet das aber anders, nicht evolutionsbiologisch, sondern so damit, dass ein Fortschreiten im ethischen Prozess, wie unendlich dieser für ihn ist, nur gelingt, ein Fortschreiten im ethischen Prozess nur gelingt, wenn souveräne, freie Menschen ihn bewirken. Theorie der Erziehung heißt bei ihm also Begrenzung des Geschehens und eine Praxis der Pädagogik, die ihrerseits von Menschen realisiert wird, die sich der Notwendigkeit solcher Begrenzungen bewusst werden. Also man könnte sagen, er ist ein Ethiker der Freiheit und das schon für den Kindern gegenüber. Und noch genauer, sich ständig die Notwendigkeit der Begrenzung von Erziehung vor Augen zu halten, weil andernfalls gesellschaftlicher Fortgang zwar mechanisch und technisch, nicht aber ethisch realisiert wird. Die Pädagogik ist eben die Probe für die Sittenlehre,
Und das zu gewährleisten, ist die Aufgabe der Theorie, wenn sie ihr Objekt, also ihren Gegenstand, konstruiert. Fünfter Punkt. Was die Machtschleiermacher dies nun wie beschreibt und analysiert der Erziehung das pädagogische Geschehen, welche Perspektiven sind für ihn entscheidend? Zunächst einmal bleiben wir noch einmal sozusagen nach der ethischen Begründung ein wenig formal, sehen uns sozusagen methodisch an, wie er vorgeht. Im Hintergrund steht dabei der von ihm gegebene Hinweis, nach welchem es keine allgemeingültige Pädagogik geben könne. Das ist ja eine Formulierung, die jeden, der sich mit Schleiermacher auseinandersetzt, irgendwo ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Er schreibt eigentlich doch eine allgemeine Pädagogik, haben wir ja auch da gerade davon gehört, und dann sagt er, nee, es gibt keine allgemeine, zumindest keine allgemeingültige Pädagogik. Und das ist deswegen komisch, aber da hat er sich, glaube ich, doch selber auch ein bisschen ungenau ausgedrückt, weil die Pädagogik ja die Wissenschaft sein soll. Wieso gibt es keine allgemeingültige Wissenschaft, auf welcher Ebene man sie ausgestalten will? Richtig ist zunächst nun, dass Schleiermacher zwei Ebenen der Reflexion begründet, unterscheidet und vorschlägt. Zum einen, und dieser eine Punkt ist wieder bei mir in Punkte unterteilt, sorry für das. Zum einen hält er durchgängig fest, dass alle Erziehung sich selbst als eingebettet in einen evolutionären Prozess entwickelt. Er beschreibt das sehr detailliert. Es gibt Gesellschaften, die zumindest keine bewusste, schon gar nicht eine institutionalisierte Erziehung haben. Erziehung selbst als beobachtbarer Sachverhalt hat also eine Genese, eine Geschichte, in der sie sich zunehmend ausbildet, von einem selbstverständlichen Vorgang, sozusagen von einem Beifang des alltäglichen Lebens, hin zu einem ausdifferenzierten Geschehen, das absichtsvoll gestaltet wird. Es gibt also eine Geschichte der Erziehung, die ihrerseits vermittelt ist mit einer Geschichte der, wie er 1820 explizit sagt, mit einer Geschichte der Gesellschaft. Die zweite Ebene kann als die bezeichnet werden, die er schon 1813, 14 als Fachwerk bezeichnet. Man könnte das so zuspitzen. Die Ethik sagt uns, dass gebaut werden muss. Einmal, weil es sonst einen Verfall der Gesellschaft geben könnte, zum anderen, weil ein Unterlassen des Baus die einzelnen Menschen geradezu existenziell gefährden würde. Die Bestialität droht. Wir haben den Ausdruck ja schon kennengelernt. Also, wir brauchen einen Bau, der in seinen Grundrichtungen klar ist, aber ich erzähle Ihnen ja da nichts Neues in Berlin, wie das manchmal so bei Bauten ist, eine never-ending Story wird. Wir können es höflicher formulieren. Es geht um eine lernende Organisation. Dieses Fachwerk, von dem er da spricht, ist also labil. Man sollte das Bild nicht zu ernst nehmen. Es trägt nämlich nicht wirklich, sondern verweist uns auf Möglichkeiten, die bedacht sein müssen. In den Vorlesungen deutet er Antworten an. Vor allem 1826 wird er aber sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Wie gesagt, die Spitzel saßen in der Vorlesung drin. Die Verhältnisse lassen entscheidende Positionierungen für ihn nicht zu. Vielleicht will er sie auch nicht geben, weil dies nicht Aufgabe der Wissenschaft ist. Und jede und jeder, der mal in die 1826er Vorlesung, vor allem in den sogenannten besonderen Teil hineingeguckt hat, denkt, der reißt ja jedes Thema auf. Also es wird alles aufgemacht. Und irgendwann möchte man sagen, komm, Junge, jetzt komm doch mal zu einem Befund, damit wir nach Hause gehen können und sagen können, jetzt wissen wir etwas Bestimmtes. Also er redet in einer Art und Weise, die man in meiner Heimat so formulieren würde, nichts gwies weiß man nicht. Nichts Gewisses weiß man einfach nicht. So, und er reißt das dauernd auf. Wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Die Aufgabe der Wissenschaft hat nun sowohl für den öffentlichen und politischen Diskurs wie das für das fachliche Verständnis mehrerlei zu leisten. Und hier wird Schleierwacher möglicherweise durchaus tricky, keineswegs so konservativ wie Andreas Arndt, das in seiner jüngsten Schleiermacher-Biografie nahelegt. Wissenschaft hat einerseits festzuhalten, wie der Gegenstand der Pädagogik grundsätzlich aussieht, also wie man hingucken muss.
Und diese Theorie fällt schwer genug, weil sie dreierlei Zusammenhänge aufzunehmen hat, die schwer zusammengehen, damals schon, heute noch mehr. Sie hat erstens eine Struktur des Geschehens festzuhalten, die konstitutiven Momente durchaus in realistischer Abbildung dessen, was sich eben beobachten lässt, also empirisch. Das verlangt sozusagen eine gegenstandsbezogene oder wie Schleiermacher sagen würde, objektbezogene Sturheit, die sich mit der disziplinären Ordnung, das ist ganz wichtig, noch nicht abfindet. Bei Schleiermacher auch noch nicht abfinden muss, weil die Zuordnung, die disziplinären noch offen sind. Man muss also, wenn man pädagogisch denkt, den Gegenstand, das Objekt konstituiert, Naturgeschehen, Entwicklung ebenso aufnehmen wie soziale und kulturelle Gegebenheiten und Äußerungen. Das ist bei ihm noch überhaupt nicht und wird auch nicht multi- oder interdisziplinär gedacht, auf diesen Unsinn fallen ja erst die späteren rein, sondern richtet sich darauf, das ist ein genuines Erkenntnisinteresse, die Eigenart des Pädagogischen zu begreifen. Es muss und soll also sachgerecht verbunden werden, was zueinander gehört, auch wenn andere Disziplinen Anspruch auf die Einsicht erheben. Zweitens muss aber die Struktur des so als Erziehung zusammengedachten doch immer berücksichtigen, dass sie sozusagen auf das Ganze gerichtet ist, nämlich auf Gesellschaft und auf die Einzelnen, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, aber doch gegen sie ein wenig aufgebracht sein dürfen. Monologisches und geselliges, Individuen und Gesellschaft sollen miteinander verbunden sein, aber nicht ineinander aufgehen. Handlungsfähigkeit bedeutet Handlungsfähigkeit als besonderes Lebewesen in einem sozialen Miteinander, gut begründet und gegründet, in Gesinnungen und Fertigkeiten, durchaus im Gefühl der Zugehörigkeit, Religio, die aber durchaus auch bezweifelt werden kann. Schleiermacher ist da oftmals skeptisch genug. Meint aber, sie verteidigen zu müssen als Sorge um den anderen, weil die Verhältnisse ja verrohen lassen. Und diese ganze Struktur, aber nochmal Struktur vorsichtig gefasst, das ist ein bewegliches Ding. Diese ganze Struktur ist drittens einzubetten in die Einsicht in den historischen Prozess, der nicht zur Ruhe kommen soll, nicht erstarren darf, weil dies ethisch verwerflich wäre, sich aber auch gar nicht so recht denken lässt, wenn nicht als Rückfall oder Niedergang. Und diese ganze Struktur ist wiederum zu bedenken im Blick darauf, dass sich, und jetzt kommt noch eine zweite Variabilität oder Dynamik hinein, dass sich menschliche Individuen und Subjekte selbst verändern. In einer mühsamen Auseinandersetzung mit den Wirkungen der großen Gütergemeinschaften, also mit Familie, Religion, Staat und Wissenschaft insbesondere, mit den, wenn man so will, unterschiedlichen Agenturen der Sozialisation. In einer Auseinandersetzung, die wenigstens so enden soll, dass die Subjekte sich selbstständig gegenüber den Gütergemeinschaften und diesen gegenüber Gesellschaft insgesamt verhalten können. Ja, ethisch könnte man sagen, dass sie das tun sollen. Realistisch, als jemand, der den historischen Prozess hat begreifen müssen, ziemlich schmerzhaft sogar, wird Schleiermacher sagen, dass es gut wäre, wenn sich Menschen bewusst gegenüber Gesellschaft und auch den Gütergemeinschaften verhalten, dass Pädagogik dies ermöglichen soll. Garantieren kann sie es nicht. Sie kann nur hoffen, dass eine von ihr geleitete Pädagogik ermöglicht, dass Menschen fühlen, was Freiheit in einer Gesellschaft bedeuten kann. Übrigens als ein Gefühl, das der Natur des Menschen selbst angemessen ist, so die 53. Vorlesung von 1821. Eine wissenschaftliche Theorie soll also für den gesellschaftlichen und fachlichen Diskurs sicherstellen, dass in diesem über Erziehung nachgedacht, diese als wichtig begriffen und doch eingeschränkt wird. Das ist sozusagen das einzig harte Kriterium. Alles andere denkt er in ganz hoher Flexibilität. Dieses Fachwerk, es ist, also blöderweise kann man es damit nicht vergleichen, aber es gibt Kinderspielzeug, wo man mit Magnetstangen aneinander stecken kann. Man könnte es vielleicht auch mit Rubik's Cube vergleichen, wie er sich die Theorie denkt. Hochgradig dynamisch, aber eben doch geschlossen als bestimmte Verbindungen, die beachtet werden müssen. Die einzige Grenze ist, es darf kein deterministisches System werden
Und wenn Erziehung in einer Art und Weise wirken würde, dass sie Menschen determiniert festlegt, dann wäre sie tatsächlich ethisch verwerflich. So hält Schleiermacher für das entscheidende Ende der Erziehung fest, dass sich zwar im Blick auf die konkrete Frage etwa nach gewerblicher oder beruflicher Bildung, er verhandelt viele Themen und der an Hochschulen keine näheren Bestimmungen geben lassen. Es wird die größte Verschiedenheit stattfinden. Also so die Sicherheit, mit der wir heute immer wieder sagen, es muss akademische Bildung sein, unbedingt ein universitäres Studium, weil wir sonst zurückschreiten würden in unseren gesellschaftlichen Entwicklung, sagt Schleiermacher. Da wir brauchen Verschiedenheit und denkt für den konkreten Fall nach. Doch fügt er nämlich sofort prinzipiell und methodologisch bedeutsam hinzu. Aber im Allgemeinen, ja, die allgemeine Pädagogik hat die Theorie auf die Widersprüche hinzuweisen, die in der Praxis überall hervortreten, wo das Ende der eigentlichen Erziehungszeit nur teilweise mit der Anerkennung der Selbstständigkeit verbunden ist. Wir müssen die Widersprüche zeigen, aufreißen und den Blick darauf richten, ist denn eigentlich hier nicht davon auszugehen, dass das Subjekt in seiner Freiheit nach all den Durchgängen durch die Gütergemeinschaften nicht doch endlich selbstständig entscheidet. Und dafür muss Pädagogik sorgen. Sie muss sozusagen auch sich rausziehen. Sie muss sagen, nö, ich mache das nicht, das ist jetzt dein Bier. Was wir den Kindern ja eigentlich auch irgendwann sagen, wenn sie sagen, ich will nicht studieren, sondern Gärtner werden. Ja, ist dein Bier. Das ist deine freie Entscheidung. So verrückt das also klingt, es geht ihm in der Pädagogik um offene Bestimmtheit für Subjekte, um eine Denkform also, die durchaus den Vorstellungen der Frühromantiker nachkommt, aber eben schon den Forschungshabitus im Blick hat. Schleiermacher will uns damit das pädagogische Denken ermöglichen, wissend, dass er damit eigentlich nichts wirklich Stabiles und Festes vorgibt, sondern im Grunde eine Art Denkalgorithmus empfiehlt. Und nur nebenbei gesagt, möglicherweise trifft es sogar auch für Herbert zu, der ja durchaus mit mathematisch-logischen Verfahren operiert hat. Schleiermacher empfiehlt streng genommen einen Diskurs, den wir gefälligst selbst zu führen haben, indem wir uns informieren sollen, und tatsächlich führt er das auch so vor. Er tut dies, weil dieser Zugang seiner Ethik entspricht, die eine Ethik für Menschen ist, die in einer geschichtlich gegebenen Wirklichkeit handeln müssen und wollen, ohne sich aber des Ziels so ganz sicher sein können, wohin das führt. Sechster Punkt, wir atmen mal ganz kurz durch, oder? Also, trinken einen Schluck, ich zumindest, ich mache das auch. Normalerweise früher war jetzt die Raucherpause angesagt, aber das gibt's ja heute gar nicht mehr und wir dürfen ja schon fast nicht mehr draußen sein. Naja, sechstens also. Die Vorlesungen stellen daher im Grunde einen Durchgang durch die vielen, das ist faszinierend, wenn man das mal rekonstruiert, wir haben das getan, sogar internationalen Debatten dar, nicht zuletzt über die Gestalten des Schulwesens, über Inhalte und Methoden. Man kann dies übrigens sogar ein wenig skeptisch sehen, weil Schleiermacher sich hier von seinen anderen Vorlesungen doch ein wenig unterscheidet. Er bespricht, ganz platt gesagt, manchmal ein bisschen zu viel, sodass man schon den Eindruck hat, dass er aus seinen administrativen und politischen Erfahrungen heraus, aus der Lektüre der Bücher und der Zeitungen wie Zeitschriften, ständig und ein wenig unkontrolliert Themen aufgreift, begrenzt allein durch dieses ja doch mobile Fachwerk, wie er es für seine erste Vorlesung entwickelt hatte. Aber schauen wir uns nochmal dieses Fachwerk an, dessen Grundgedanken ja in allen Vorlesungen allerdings an unterschiedlichen Stellen begegnen. In der letzten, der 1826er, die Sie ja schon gelesen haben, in der letzten aber eine systematisch wohl gründlich durchkomponierte und bis heute mit aller Vorsicht formuliert tragende Gestalt gewonnen hat. Die zentralen Momente sind uns schon bekannt. Nun werden sie endgültig in eine überzeugende und durchaus funktionierende Ordnung gebracht. Erinnern wir uns dran, deswegen ist der Schleiermacher ja auch von Ihnen vermutlich gewählt worden. Schleiermacher wird meist als ein Theoretiker zitiert, der das Generationenverhältnis als Ausgangspunkt wählt.
Also man stellt ihn da in einer Reihe mit Emil Dürkheim, Lorenz von Stein, Otto Willmann. Das sind alle, die ihre Pädagogik und pädagogischen Überlegungen vom Generationenverhältnis aus denken. Nur bei Schleiermacher stimmt das überhaupt nicht. Ausgangspunkt ist stets der Anspruch wissenschaftlicher Begründung und Gegenstandskonstitution, einerseits gegenüber dem Alltagsverständnis, das braucht er im Übrigen, andererseits gegenüber den Vorstellungen von technischer Praxistauglichkeit und Effektivität des erzieherischen Handelns. Und dann blickt er auf den menschlichen Lebensprozess, auf die Geschichtlichkeit und damit verbunden auf die Möglichkeiten, den historischen Prozess zu gestalten. Das meint bei ihm, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, die Ethik, wobei diese deskriptiv und sinnhaft deutend auf Bewusstsein gerichtet, aber eben nicht normativ ist. Auch die Vorstellung eines Telos des historischen Prozesses, die etwa Alfred Langewand gesehen hat, lässt sich überhaupt nicht bestätigen. Da findet man keinen Hinweis dafür, wenn man das mal sehr genau liest. Ein entscheidender Wechsel in den Argumentationen der Vorlesung besteht allerdings darin, dass Schleiermacher 1813 und 14 und 1820 noch sehr optimistisch denkt, zumindest hintergründig einer Fortschrittsidee verhaftet bleibt, in der sich Aufklärung und Vernunft durchsetzen. 1826, und das macht die Brüchigkeit dieser Vorlesung dann deutlich, wird er dahingehend sehr, sehr skeptisch. Anfangs rechtfertigt er daher die Wissenschaftlichkeit von Pädagogik damit, dass sie doch der Entwicklung der Menschheit eine Richtung zur Verbesserung der Lebensverhältnisse geben könnte. Das Paradies hat er übrigens niemals erwartet. Der menschliche Lebensprozess, die Geschichtlichkeit menschlichen Lebens, macht den Rahmen aus, in welchem Erziehung begriffen werden muss, eingedenk der Tatsache, dass sich diese in allem zum Guten oder Schlechten wenden kann. Das hängt davon ab, ob und wie weit Menschen ihr Handeln bewusst und verantwortungsvoll gestalten, aber selbst da bleibt viel Kontingenz, wie sich in den durchaus vorsichtig unentschiedenen Überlegungen zeigt, die den Fortgang der Vorlesung manchmal ja fast quälerisch beherrschen. Es ist schon so, dass man manchmal hofft, Schleiermacher würde sich endlich einmal festlegen, statt immer die Widersprüche aufzumachen und geradezu auseinanderzureißen, um dann ein wenig hämisch das Denken und erst recht die Entscheidungen den Subjekten selbst zu überlassen. Meist mit dem Hinweis darauf, kritisch auf die historisch und gesellschaftlich gegebenen Verhältnisse zu blicken. Aber es gilt halt für ihn, dass alle Geschichte nichts anderes in sich begreift als das ganze Leben des Menschengeschlechts auf der Erde und die Abstufung der menschlichen Natur und die Einwirkung der Menschen aufeinander und die äußere Natur. Übrigens mit einer Folge, da ist er relativ entschieden, dass dem Geschichtsunterricht größte Bedeutung zukommt. Geschichtsunterricht ist eigentlich ein für Schleiermacher ethischer Unterricht. Nur, wenn Menschen allein im historischen Prozess zu denken sind, wenn also, und hier stimmt Schleiermacher einmal mehr mit dem überein, was später Marx zum menschlichen Wesen gegenüber Feuerbach festhalten wird, Menschen historische und praktische Akteure sind und immer in diesem historischen Prozess drinstecken, wie lässt sich dann aber, das ist ja der Anspruch der Vorlesung, wie lässt sich dann eine besondere Aktivität so festhalten, dass sie Gegenstand strenger theoretischer Betrachtung werden kann? Also man muss sich klar sein, wenn ich so stark auf Historizität und die Praxis freier Subjekte setze und nur sage, sie müssen sich bewusst werden, dann rutscht mir ja alles weg. Das ist ja das Dilemma. Und wie kann ich dann, wenn das der Anspruch ist, die Pädagogik ja als eine wissenschaftliche Disziplin zu betreiben, wie kann ich das eigentlich begründen? Dieses Problem kennzeichnet übrigens bei ihm alle auf Praxen bezogene Disziplinen, so übrigens auch die Politik. Sie sind eingebunden in die seiner, jetzt können wir das genauer beschreiben, Metaethik beschreiben zwei Linien. Er spricht von Tangenten. Tangenten nennt er sie, die stets durch menschliche Praxis verbunden sind, nämlich einmal in den historischen Prozess auf der einen Seite,
in das Naturgeschehen auf der anderen Seite, jenes von der Ethik erfasst, dieses hingegen von der Psychologie. Ein Problem nun ist, dass Schleiermacher eigentlich mit ein Problem, das Schleiermacher eigentlich mit allen teilt, die vor ihm und nach ihm Erziehung im historisch-gesellschaftlichen Prozess fassen wollen. Es ist ja ein durchaus praktisches Problem, auf das übrigens ebenso die Kant zugeschriebene Pädagogik hinweist, freilich dort sozusagen aufklärerisch frech, dezidiert fortschrittsfreundlich. Also wenn die Jüngere, so heißt das ja bei Kant, oder der in der von ihm zugeschriebenen Vorlesung, wenn die jüngere Generation besser als die alte werden soll, müssen für Kant Traditionszusammenhänge aufgelöst werden. Die Pädagogik daher juridisch prinzipientreu formuliert werden. Und noch radikaler, Sie kennen das, sieht das Fichte, indem er schlicht fordert, die junge Generation möglichst gefälligst selber erziehen, nach einer von ihr selbst entwickelten Fortschrittsidee. Aber das sind eher normative Ansätze, die Schleiermacher nicht akzeptieren will. Er braucht ein gedankliches Identifikationsinstrument, um sozusagen aus der Kontingenz und gewünschten Offenheit des historisch-gesellschaftlichen Prozesses Erziehung gleichsam herauszuschneiden, bewusst zu machen und sozusagen ethisch besser, weil nämlich kritisch beobachtbar. Siebter Punkt. Uff. Wie geschieht dies? Dieses Herausschneiden leistet nun der Bezug auf das Generationenverhältnis. Wir haben also einen historischen Prozess, das heißt genauer sind zwei Tangenten und da kann man sofort dazu sagen, Alfred Langewand hat gemeint, die Tangenten würden sich irgendwann einmal in einem paradiesischen Zustand treffen und das sei das Telos, das von Schleiermachers Ethik verfolgt wird, ist nicht der Fall. Er schreibt explizit, es könnte sein, dass sie sich annähern. Mehr kommt aber nicht raus. Aber wir sind in diesen zwei Tangenten, wir fahren da gewissermaßen auf diesen zwei Gleisen. Um aus diesem historischen Prozess etwas herausschneiden zu können, um es beobachten zu können, um es analysieren zu können, und zwar in seiner jeweils konkreten historischen Gestalt, dazu braucht er Verhältnisse, Strukturen, die ihrerseits immer noch, ich weiß, es ist eine Zumutung, aber wenn man da über Jahrzehnte seines Lebens darüber arbeitet, hält man das dann aus, die dann immer noch doch flexibel gehandhabt und gedacht werden müssen. Für die Pädagogik ist es tatsächlich das Generationenverhältnis. Man könnte sagen, in diesen historischen Prozess haut er sozusagen das Generationenverhältnis hinein, weiß darum, dass das eigentlich eine künstliche und willkürliche Unterscheidung ist. Schleiermacher ist sich im Klaren darüber, dass diese Unterscheidung, also das Generationenverhältnis, kein Realverhältnis ist, sondern es ist eine methodische Unterscheidung, um den Gegenstand, um das Objekt, wie er sagt, einer Theorie der Erziehung zu fassen. Man braucht einen solchen Anfang oder auch Grund, dem selbstverständlich entgegensteht, dass er eigentlich wirklichkeitsfremd ist. In der Wirklichkeit werden bezogen auf das Menschengeschlecht, sozusagen dauernd Menschen geboren, ebenso wie sie versterben. Generationen lassen sich also nur methodisch oder durch Etiketten unterscheiden, gegenstandskonstitutiv nicht jedoch, wenn und sofern die realen Einwirkungen erfasst, analysiert und begriffen werden sollen. Die Pointe besteht also ziemlich eindeutig darin, auch wenn sie hier im gegebenen Zusammenhang ihres Seminars ein wenig schmerzt. Schleiermacher begreift Erziehung nicht aus dem Generationenverhältnis. Er begreift sie nicht aus dem Generationenverhältnis. Das Generationenverhältnis dient ihm nur als eine Hilfskonstruktion, um überhaupt Erziehung sozusagen disziplinfähig denken und ich würde sofort noch hinzufügen, erforschen zu können. Zumindest für ihn, für Schleiermacher, der den gesamten historischen Prozess voraussetzt und nicht tilgen will. Er weiß ganz genau, dass die pädagogischen Verhältnisse selber viel komplizierter sind, eben weil beständig, und das ist die durchgehende Figur, die er verwendet, Einwirkungen auf den Einzelnen stattfinden. Das ganze Leben im Allgemeinen, dem dann im Unterricht die Mitteilung von Kenntnissen hinzutritt,
Das Generationenverhältnis macht für ihn also überhaupt nicht die Realität pädagogischer Praxis aus, sondern ermöglicht nur den analytischen Blick auf diese. Denn es hält eben Grundlagen fest, auf die man alles bauen kann. Und jetzt muss man das wirklich genau lesen, was in das Gebiet dieser Theorie fällt. Ja, die Grundlagen, auf die man bauen kann, aber das ist nicht die Theorie, sondern das brauche ich. Es ist sozusagen der Schnitt, den ich vornehme, um überhaupt Theorie leisten zu können. Das Generationenverhältnis schneidet eine Praxis aus der fortlaufenden Geschichte heraus. Es eröffnet, verdeutlicht und rechtfertigt, nämlich durch den berühmten Hinweis auf das Steigen und Sinken, die Theoriemöglichkeit, wie sie für eine Disziplin erforderlich ist, die mit historischen und gesellschaftlichen Praxen zu tun hat. Eine Theoriemöglichkeit, die zwar strukturell und sozusagen abstrakt theoretisch gegeben ist, zugleich aber deutlich macht, dass die Theorie selbst immer wieder neu gewonnen werden muss, aus der Untersuchung der historisch gegebenen Verhältnisse und Gegebenheiten, so muss ich es besser formulieren, aus dem Begreifen von Verhältnissen, die noch so weit gestaltet sein können, dass sie eine bewusst organisierte Erziehung überflüssig machen. In alten Gesellschaften war dies der Fall, in idealen Gesellschaften könnte das ebenfalls zutreffen. Man muss vermuten, dass Schleiermacher wohl hier schon den, wie ich ihn gern nenne, anderen Rousseau gekannt hat, also nicht den des grausigen Experiments mit dem armen Emile, eine ganz scheußliche Geschichte, sondern den des Ökonomieartikels oder der Considération sur le gouvernement de Bologne oder den Helvetius. Aber wie fängt dann die Theorie der Erziehung inhaltlich an? Also Generationenverhältnis schneidet raus, macht uns damit eine Grundlage, hält sozusagen vorübergehend den historischen Prozess an, damit wir da drauf schauen können, damit wir wissenschaftlich arbeiten können. Was macht den Gegenstand der Theorie aus? Das zeigt sich gewissermaßen im zweiten Atemzug, obwohl es übrigens schon angedeutet war, mit dem Verweis auf die einzelnen Wesen, die einen Zyklus der Welt durchlaufen und wieder verschwinden. Im Zentrum einer Theorie, das liegt sozusagen quer dazu oder wird aufgebaut, wir können die Metaphorik ja wörtlich nehmen, im Zentrum einer Theorie der Erziehung steht das individuelle Subjekt, das sich selbst entwickelt, auf das aber immer wieder eingewirkt wird von den Gegebenheiten der Welt, von anderen Personen. Der Mensch ist, Sie kennen das, der Mensch ist ein Wesen, welches den hinreichenden Grund seiner Entwicklung vom Anfang seines Lebens bis zur Vollendung in sich trägt. Das liegt im Begriff des Lebens und mehr noch im geistigen, intellektuellen Leben. Wo ein solcher innerer Grund nicht ist, sind auch keine Veränderungen des Subjekts, verwendet den Ausdruck, oder nur solche von außen her. Veränderungen sind nur mechanischer Art. Festhalten muss man also einerseits, dass Schleiermacher von einem hinreichenden Grund spricht, ein wenig im Widerspruch sogar zu Bemerkungen an anderer Stelle, die schon betonen, welche Bedeutung die Einwirkung durch andere haben. Festhalten muss man andererseits, dass er den Begriff des Lebens hervorhebt und damit auf das verweist, was die Psychologie, und zwar seine Psychologie, ihm sagt. Denn Schleiermachers Psychologie ist eine Untersuchung des Lebens. Das Leben ist, so können wir schon vorgreifen, eine Tatsache, der wir nicht entkommen. Ein Argument übrigens, das später Hans Jonas seiner Ethik der Verantwortung voranstellt. Eine Tatsache, der wir nicht entkommen, weil sie gleichermaßen logisch wie empirisch gilt. In pädagogischer Hinsicht berechtigt sie einerseits allerdings dazu, Einwirkungen auszuüben. Sie gehören nämlich zum Leben selbst, das immer eines in wirkenden Kontexten ist. Andererseits aber verlangt doch der Begriff des Lebens selbst, diese Einwirkungen bewusst zu gestalten, vor allem methodisch zu kontrollieren, nämlich im Blick darauf, wie sie das Leben unterstützen können und, das überrascht sie schon gar nicht mehr, wie sie sich selbst begrenzen, nämlich so, dass die Subjektivität, und das heißt auch die Freiheit des Subjekts, gewahrt oder möglich bleibt. Damit wird die Anlage der schleiermacherischen Pädagogik deutlich. Nochmal, es geht formal betrachtet
um die Konstruktion eines Gegenstands, der sie gleichsam wissenschaftsfähig macht und ihr eine Position im akademischen Zusammenhang verschafft, und zwar als im akademischen Zusammenhang als einer forschenden Disziplin. Dieser Gegenstand wird über das Generationenverhältnis identifiziert, das jedoch nur eine methodische Funktion hat, nämlich die des begrenzenden Verweises auf die Geschichtlichkeit des menschlichen Lebens im Allgemeinen und im Besonderen. Pädagogisch inhaltlich ist das Generationenverhältnis fast bedeutungslos. Es rahmt nur die Konstruktion des Gegenstandes, weil ich in der Absicht auch die Historizität nicht aufzulösen. Daran erinnert das. Dabei soll die Konstruktion offen genug sein, um der Einsicht zu genügen, dass dieser Gegenstand nur eingebettet im historischen Prozess betrachtet werden kann, sofern es um seine menschheitliche Bedeutung geht, zugleich aber an eine Vorstellung des Lebens gebunden bleibt, die individuell ausgerichtet noch der letztlich natürlichen Entwicklungstatsache entspricht. Beides bleibt gebunden an die Einsicht in die menschliche Entwicklung, die in der Spannung zwischen inneren natürlichen Entwicklungsprinzip und äußeren sozialen und kulturellen Einflüssen sich vollzieht, in zunehmender Veränderung des menschlichen Subjekts, gebunden sozusagen an eine Idee selbstbewusst handelnder Subjekte. Die pädagogische Theorie rekonstruiert nun zwar abstrakt strukturell, aber in dem historischen Zeitpunkt, historisch und empirisch ausgerichtet, die Gegebenheiten, mit welchen Subjekte zu tun haben, wenn sie in ihrem Leben zu Bewusstsein kommen und dabei organisatorisch unterstützt werden. Noch einmal, im Wissen um die Verpflichtung darum, dass diese Unterstützung zu einem Ende kommen muss, spätestens wenn ein Subjekt selbsttätig in die Welt eingreift. Und der Schleiermacher dies tendenziell offen lässt, hängt damit zusammen, dass solche Selbstständigkeit in den unterschiedlichen Gütersphären zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten kann, aber mit einer Ausnahme nur im Gebiet des Lebens im Staat. Dort wird diese Selbstständigkeit klar durch Gesetze, also etwa durch die Regelung zur Volljährigkeit, reguliert. Noch ein wenig genauer betrachtet, wobei ich mit einer kleinen Seitenbemerkung einsetze, in der Beschäftigung mit der Pädagogik Schleiermacher sind immer Hinweise gegeben, dass der Zusammenhang zwischen der Erziehungstheorie und der Psychologie gesehen werden müsse. Meistens haben sich diese Überlegungen darauf gestützt, der Schleiermacher an die Vorlesung von 1820-21 zugleich eine über Psychologie angeschlossen hat. Es gibt gerade, also heute bin ich nochmal angerufen worden, das klingt so witzig wie nur irgendetwas, das ist nicht einmal ganz sicher, weil möglicherweise hat er 1821 über Politik gelesen und nicht über Psychologie, da müssen offensichtlich sämtliche Reihungen der Vorlesung doch nochmal geprüft werden. Man hat nämlich ein neues Manuskript, eine neue Nachschrift gefunden. Oft genug hat man zudem den von ihm selbst betonten Zusammenhang mit der Ethik benannt. Rein zusammenhängend seien diese Gebiete Pädagogik der Politik koordiniert. Wir können das heute besser, genauer bestimmen. Die Pädagogik ist in der Tat formal wie inhaltlich in eine Ethik eingebettet, die den menschlichen Lebensprozess zum Thema macht. Und zwar so, dass dieser als solche, wenn Sie so wollen, das Grundmotiv aller menschlichen Praxis darstellt, daher auch beurteilt werden muss. Alle besonderen Praxen gehören diesem menschlichen Lebensprozess an. Sie können und müssen jeweils für die Zeit bewusst gemacht werden, um so als, wie er das ja nennt, Kunst betrieben zu werden. Die Kunst entsteht daraus, dass man die strukturellen Zusammenhänge der jeweiligen besonderen Praxis kennt. Sie bewertet im Blick darauf, ob sie so gestaltet sind, dass Menschen in einer freien, selbstbestimmten Praxis agieren, mit welchem Ergebnis auch immer. Unsittlich wäre allein, wenn sie das absichtsvoll in einer Weise tun, in der Freiheit verloren geht. Und diese besonderen Praxen werden dann einer Betrachtung zugänglich, indem sie durch jeweils ein Grundverhältnis erfasst werden. Politik beispielsweise als Praxis durch das Verhältnis von Herrschern und Beherrschten, Pädagogik durch das Generationenverhältnis. Ich sehe Sie etwas erschöpft. Ich mache einen kleinen Sprung, lasse etwas aus, gehe Richtung Ende. Wir wollen ja wieder durchatmen, ich auch zumindest. Das Generationenverhältnis ist für Schleiermacher doppelt notwendig,
Weil es einerseits erlaubt, die besondere Praxis überhaupt erst erkennen zu können, im Wissen darum, dass diese doch nicht definitiv bestimmt werden kann, sondern nur für ihre Zeit diskutiert werden kann und im professionellen Habitus, sondern kritisch reflektiert werden muss. Sie ist eben immer eine historische. Andererseits aber gelingt es ihm zugleich, eine Denkform zu finden, in der Pädagogik als bestimmte Praxis gefasst werden kann, nämlich als eine Beziehung von sich entwickelnden Subjekten zu den sozialen und kulturellen Gegebenheiten, zu ihrer historisch vorfindlichen Gesellschaft, die sie übrigens abstrakt im Unterricht kennenlernen müssen, konkret aber als Geselligkeit erfahren und erleben sollen, weil sie so wissend, fühlen, kognitiv wie affirmativ zu ihrem Selbstbewusstsein als Freie affektiv. Toll. Sie merken, ich komme an meine Ende, ja. Zu ihrem Selbstbewusstsein als freie Subjekte sich bilden können. Pädagogik ermöglicht dies, stets kontrolliert. Psychologie, den Teil über die Psychologie habe ich jetzt ausgelassen, aber erklärt die Grundlagen des Geschehens. In ihrem Zusammenhang stellen sie dann eine umfassende Theorie, jetzt kommt der Ausdruck endlich mal, der Bildung dar, im Generationenverhältnis situiert. Also die Grundkonstruktion Schleiermachers ist zunächst einmal die Sicht auf den historischen Prozess. Da können wir nicht raus und das wäre unsittlich, ihn anzuhalten. Das ist der eine. Und dann geschieht es sozusagen in einer anderen Baurichtung, wenn Sie so wollen. Historischer Prozess. Ich schneide mit dem Verhältnis der Generationen oder in der Politik den Herrschern zu den Beherrschten, das ist das Grundverhältnis in der Politik, schneide ich sozusagen für den Augenblick gültig eine Zeit heraus, in der ich analysieren kann, wie sich konkret, und jetzt wird es aber doch wieder allgemein, die Entwicklung des Individuums in seinen Verhältnissen zu den, wir könnten modern sagen, sozialisatorischen Mächten, den Gütergemeinschaften vollzieht und wie die in der Pädagogik unterstützt werden kann, immer im Bewusstsein, dass dieses Subjekt am Ende ein freies, selbsttätiges sein muss, das wieder in den historischen Prozess eintreten kann. Man könnte sagen, ja, man muss in der Pädagogik kurz den historischen Prozess anhalten, aber man kann das Steigen und Sinken nur beeinflussen. Und zwar komischerweise entscheidet er sich nicht gegen das Sinken, das weiß man, kann man nämlich nicht sagen, nur beeinflussen in der Ermöglichung des Selbstbewusstseins als freies Subjekt. Also nicht das Generationenverhältnis ist für ihn entscheidend und das taucht auch in den Texten dann interessanterweise nicht mehr auf, sondern es sind immer die pädagogisch unterstützten Prozesse der Auseinandersetzung des Lebens in den Gütergemeinschaften, in denen wir uns entwickeln und zur Selbstständigkeit kommen müssen. Und da hat er ja auch recht gehabt. Wir würden heute Gesellschaft nicht in diesen vier Gütergemeinschaften Familie, Geselligkeit, Wissenschaft, Religion beschreiben. Wir würden andere Gütergemeinschaften beschreiben. Aber der Mechanismus ist eigentlich der gleiche. Nämlich, dass wir eigentlich sozialisiert werden in diesen Zusammenhängen. Wir würden vielleicht heute noch, anfangs ist es genannt worden, Sinus-Studien, wir würden die Gleichaltrigen nochmal hinzuziehen. Aber da haben wir kein Generationenverhältnis. Das Generationenverhältnis hilft uns nur im Blick darauf gucken zu können. Und witzigerweise, wenn Sie die Jugendstudien anschauen, also die hier jetzt genannte Sinus 220 kenne ich noch nicht, aber wenn Sie die anderen anschauen, schauen Sie auch Generationenverhältnis, aber dann schauen Sie an, wie sich die Jugendlichen mit ihren Eltern auseinandersetzen, welche neuen Verhältnisse da drin eintreten, wie sie sich mit Gleichaltrigen auseinandersetzen. Das Generationenverhältnis spielt nur in solchen Thematiken eine Rolle, wie wenn sozusagen bestimmte Generationen gestalten, dann mit irgendeinem Etikett versehen werden sollen. Und jeder, der das liest, Generation Y, Generation X oder sowas, denkt, ja, schön, wunderbar, aber ich gehöre nicht dazu. Und die ich kenne, gehören eigentlich auch nicht dazu. Die sind ganz anders, die ticken ganz anders, weil die Verhältnisse auch viel komplizierter sind, in denen sich bewegen. So, jetzt ein kleines anderthalbseitiges Schlusswort noch. Achter Punkt, sozusagen im Blick auf die Hermeneutik, die war ja nachgefragt. Es geht also in der schleiermacherischen Pädagogik um eine Denkform,
die insofern doch schon über Inhalte verfügt und gesteuert wird. Die Rede war von einem beweglichen Fachwerk, von einem Algorithmus, der das Denken leitet. Guck da drauf, schau mal hin, was das sein könnte. Vielleicht ist es nichts. Guck mal da drauf, wie die Schule sich entwickelt. Was bedeutet es, wenn ja vielleicht kein Internet in der Schule vorhanden ist? Das kann man so sehen oder man kann es auch so sehen. Weil es im historischen Kontext stattfindet und diesen nicht negieren darf, das wäre ja schlicht unsittlich, muss also dieses Fachwerk offen bleiben. Aber es darf nicht so offen bleiben, wie das manche übrigens noch in der jüngeren Zeit Schleiermacher vorgeworfen haben, dass es der Willkür und dem Zufall alles überlässt. Nein, nein. Schleiermacher fordert eine Kunst, die sich der Sache verpflichtet weiß, im Wissen, dass die eben doch ziemlich fluide ist. Und ich finde das eigentlich eine spannende Erfahrung, das so klar zu machen. Wir würden gern wissen, wie die Pädagogik funktioniert. Und wir versuchen es auch immer. Aber am Schluss kommen wir bei der Einsicht an, die Schleiermacher ja selber formuliert hat. Am Schluss sind es die Kinder, die Erwachsene geworden sind und die ihr eigenes Ding dann machen. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Aber es darf nicht so offen bleiben, wie das manche noch behauptet haben, Willkür und Zufall. Nein, Schleiermacher fordert eine Kunst, die sich der Sache verpflichtet weiß, im Wissen, dass die fluide ist, eben Geschichte, sofern es die großen Zusammenhänge angeht, eben Entwicklung, die auf subjektiven Erfahrungen beruht, wie stark die organisiert sein mögen im jeweiligen individuellen Fall und gleichzeitig im Wissen darum, dass das Geschehen begrenzt werden muss. Die Theorie muss angeeignet werden, nicht im strengen Sinn als fremdbleibender Text auswendig gelernt, sondern durchaus als Habitus in das eigene Denken aufgenommen werden. Und jeder, der sich mit Schleiermacher mal beschäftigt hat, und zwar intensiver beschäftigt hat, es ist scheußlich so, der kommt aus diesem Denken nicht mehr raus. Der steckt da drin. Diese Art und Weise, offen zu denken, die prägt einen zutiefst. Man muss selbst also einen Bildungsprozess einschlagen und man tut das, um sozusagen frei pädagogisch zu denken. Theorie, das ist kein bestimmtes, inhaltlich festlegendes Denken, kein striktes System, sondern ein offenes, genauer ein öffnendes Denken, die Widersprüche auseinandertreiben. Man muss sich auf die Debatten der Zeit ebenso wie auf die in ihnen vorhandenen Sachverhalte einlassen, wie der Schleiermacher an den Anfang der Vorlesung von 1826 erstellt. Was man im Allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt vorauszusetzen. Das scheint eine Abwehrformulierung zu sein, gerichtet gegen Alltagstheorien. Aber darum geht es ihm ja gar nicht. Die Abwehr gilt nur den Praxisansprüchen, die damals wie heute erhoben werden, damit die Theorie nützlich erscheint. Sie muss aber buchstäblich unnütz sein, indem sie uns eben zwingt, sich auf die auch öffentlich geführten Debatten einzulassen, sie als Material vorauszusetzen, weil ich nicht unbedingt als Material, sondern als ein Objekt, das gleichsam zerlegt werden muss. Die Theorie leistet also für die mit ihr Vertrauten und in ihren Denkenden eine Art Destruktion. Nicht als Negation, sondern als ein Instrument der Kritik, die die in Wirklichkeit gegebenen Möglichkeiten aufsucht und sie als Widersprüche auseinandertreibt. Sie tut dies, um die Beobachtung zu schärfen, um uns zu zwingen, genauer hinzusehen. Nicht in einer Dialektik des Fortschreitens, das war Hegel, sondern als Zwang zu untersuchen, um entscheiden zu können. Es geht um ein Denken, dem eine Vorstellung völlig fremd wäre, dass es keine Alternative gäbe. Ganz im Gegenteil. Die Alternativen müssen freigelegt werden, gewiss in einem diskursiven Verfahren, das Schleiermacher ja in den Vorlesungen selbst zum Leidwesen seiner Hörer praktiziert hat, wie alle Zeugen belegen. Von den etwas irrsinnig anmutenden Nachschriften mal ganz abgesehen. So gesehen erweist sich die Theorie in ihrer öffnenden Kritik, im Auflösung des Bestimmten, als eine Form von Hermeneutik, als eine auf das Entscheiden und eine subjektiv verantwortete Praxis gerichtete Hermeneutik. Zu begreifen, wie wir im historischen Prozess stehen, wie wir in diesem Erziehung so zu gestalten haben, dass die Ermöglichung eines zur Freiheit führenden Bildungsprozesses ist, der doch um die Notwendigkeit von Gemeinsamkeit und Geselligkeit weiß. Das sind Stellschrauben, da können wir nicht dran drehen. Man könnte sagen, dass es sich um eine ethische Hermeneutik handelt, der es um eine Praxis geht, die von Menschen selbst
und bewusst gestaltet wird, möglicherweise mit der Einsicht, dass sie auch scheitern kann.